willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute passend zur eiskalten Jahreszeit das Rezept von meiner Karotten-Ingwer-Suppe. Ich habe mir vorbereitet 1 Kilo Karotten, eine Zwiebel, eine Knolle Ingwer, wobei da nehme ich nicht die ganze, sondern da werde ich mir nur so ein Stück runterbrechen. Dann brauchen wir einen Esslöffel von einer Suppenwürze. Ich habe jetzt da eine selber gemachte. Ihr könnt jetzt genauso gut einen Suppenwürfel verwenden. In dem Becher habe ich 200 ml Kokosmilch und einen Becher Schlagobers drinnen. Und ich habe jetzt mal 1,5 Liter normales Wasser vorbereitet. Je nachdem werde ich dann einfach die Suppe aufgießen. Ich habe mir die Karotten schon gewaschen. Es sind Bio-Karotten, das heißt, ich werde sie mir jetzt nicht schälen. Ich mache jetzt einfach nur den Strunk bei allen weg. Und dann zeige ich euch gleich, wie ich weitermache. Ich schneide mir jetzt die Karotten auch gleich einmal in grobe Stücke. So, als nächstes schalte ich mir schon mal das Zerranfeld ein. Schau mal, dass das Öl heiß wird. Ich habe da jetzt 1 Esslöffel geschmacksneutrales Öl im Topf. Ich schäle mir die Zwiebel. Auch die Zwiebel schneide ich dann in ganz grobe Stücke und die werde ich mir dann einmal goldbraun anbraten im Topf. Wenn die Karotten dann auch ganz kurz mitgeröstet haben, gieße ich das jetzt einmal mit dem Wasser auf. Schwupp. Dann kommt jetzt auch der Esslöffel Suppenwürze mit dazu. So. Das Ganze. So. Das lasse ich jetzt einmal so bei mittlerer Stufe einfach einmal vor sich hin köcheln und ich zeige euch jetzt mal, wie ich den Ingwer schäle. Es gibt dir da verschiedene Möglichkeiten und ihr könnt es mit einem Messer machen, ganz normal, so wie man eine Kartoffel schälen würde. Allerdings ist das beim Ingwer immer ein bisschen schwierig, weil ja der so knollenartig ist. Also entweder einfach runterschälen, da verliert sie aber am meisten. Oder ihr nehmt euch einen Teelöffel und kratzt jetzt kratzt einfach die Schale hinunter. So kriegt ihr die Schale, also es ist generell nicht einfach Ingwer schälen, aber trotzdem, so kriegt ihr das am besten hinunter. Und ich werde mir jetzt in etwa so ein Stück, werde ich mir jetzt in die Suppe dazugeben. Wenn ihr den Geschmack von Ingwer sehr gern habt, weil Ingwer hat ja auch eine gewisse Schärfe, also wenn ihr das sehr gerne mögt, könnt ihr natürlich einfach nach Geschmack mehr reingeben. Aber bei uns essen Kinder mit, somit mache ich es ein bisschen milder. Ich schneide mal den in kleine Würfel und dann kommt der jetzt in die Suppe dazu. Und ich lasse mir jetzt die Suppe so, ich schätze mal 25 Minuten, lasse ich sie mir bei mittlerer Stufe jetzt einfach vor sich hin köcheln und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, bei mir hat die Suppe eine halbe Stunde gekocht und jetzt werde ich sie mir fein pürieren. Und vor dem Pürieren gebe ich mir jetzt aber noch das Schlagobers und die Kokosmilch hinein. So, und dann sind wir fertig. Wir können anrichten. Ich habe jetzt für die Deko noch ein paar Karottenchips. Die kriegt ihr einfach im Supermarkt zum Kaufen. Und die kommen bei mir da jetzt oben noch drauf. So, und dann ist im Prinzip fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht schreibt es mir mal in die Kommentare, was so eure liebsten Suppen sind oder wozu ihr gerne mal ein Video oder ein Rezept hättet von mir.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss.